Die Zitronen-Boulet-Patties mit dem Blumenkohl-Käsepüree sind klein, saftig, erfrischend und sehr schnell verputzt. Als erstes kannst du den Blumenkohl in die Rösel brechen und den Stiel brauchen wir auch noch. No food waste. Wir brauchen alles auf. So, den Blumenkohl tue ich jetzt mit einer grösseren Kelle rein. Nicht alles auf das Mal, nicht das Spritz, um die mich verbrennen. Gut, während der Blumenkohl jetzt 10 bis 15 Minuten gar gekocht wird, schon mal Öl in einer zweiten kleinen Pfanne warm werden und einen Knoblauch reinpressen. Der Knoblauch ist schon schön am Brutzeln. Und jetzt tue ich den Reibkäse in eine Schüssel. Den Frischkäse dazu. Den Knoblauch reinschütten. Und miteinander vermischen. Der Blumenkohl ist schön weich. Jetzt tue ich ihn pürieren. Jetzt verfeinern wir das Ganze noch. Verfeinern. Für das kommt die Frischkäsemischung zum Blumenkohl. Das Blumenkohlpüree mit dem Frischkäse wird jetzt noch gewürzt. Mit Salz, Pfeffer und Muskatnuss. Damit es schön gemischt wird und verfeinert, noch einmal pürieren. Und jetzt sieht man schon einen extremen Unterschied, richtig cremig, braucht nicht immer noch raus. Muss man noch ein bisschen Salz verleiden. Wenn es dir zu weich ist, kannst du einfach noch ein bisschen Frischkäse nachgeben, damit es noch ein bisschen fester wird. Jetzt geht es an Boulet Patties. Für das starte ich als erstes mit dem Brot und tue hier 10 Esslöffel Milch drüber. Und etwa 5 Minuten einweichen. Während dieser Zeit schneide ich schon mal die Zwiebeln fein. Als nächstes das Brot ausdrücken, in eine Schüssel geben. Und hier kommen jetzt noch die gehackten Zwiebeln. So wieder Knoblauch rein. Hier habe ich schon einen halben Bund Kräutchen gehackt. Und zwar Bärtchen, Schnittlauch und Thymian. Als nächstes eine Zitrone reinraffeln. Damit es auch wirklich nach Zitrone schmeckt, kommt auch noch der Saft rein. Ein Ei. Und zum Schluss noch mit Pfeffer. Und ein bisschen Salz abschmecken. So, mit dem Verrühren zerfällt auch das Brot. Darum muss man es gar nicht voneinander zupfen. Zum Schluss schneide ich die Boulet noch in kleine Würfel. Da ist es ganz wichtig, dass die wirklich fein sind, weil wir formen dann die Patties. Und damit die gut zusammenhalten, ist es wichtig, dass die Boulet wirklich fein geschnitten wird, wie ein Tartar. Das fein geschnittene Boulet, das kommt jetzt zur Brotmasse. Und jetzt knete ich die Masse mit den Händen. Jetzt forme ich etwa 8 gleich grosse Patties und aus der Bratpfanne nach 5 Minuten kehre ich die Patties einmal, bis es so richtig geil schmeckt. Ich bin am Anrichten, jetzt kommt noch das letzte Patty drauf. Ein Rezept, das sehr erfrischend ist und einfach probiert haben.